Kronleuchter? Nee, nicht Kronleuchter. Leuchter? Nein. Das sind sehr viele Kerzen. Kerzen passen auch besser zum Haus, finde ich. In der Lampe rechts. Oh Gott! Das sieht doch gar nicht nach mir aus. Ne. Rechts. Rechts? Da? Ja. Kronleuchter an der Wand links. Weiter rechts. Neben der Puppe. Da ist auch eine. Und neben dem Butler rechts über dem Kopf. Da, ach da, das Ding meinst du, die Kerzen, Kerzenständer Ding. Okay. Ich muss schon sagen, es sieht zwar nicht danach aus, aber dieses Sofa ist richtig gemütlich. Aha, so soll das sein. Dieses Sofa ist perfekt für ein Nickerchen. Gute Nacht. Nee, entspannen, Möbel auch und so weiter. Tipp. Sonst war nix? Nö, scheint nicht. Okay, Ja. Booster ansprechen. Ja, ein Booster ansprechen. Es ist unverzeihlich, dass ich Ihre Ankunft nicht bemerkt und Sie angemessen begrüßt habe. Bitte verzeihen Sie. Für willkommen auf dem Teeranwesen. Ich bin der Butler der Teers. Booster! Sagte er, Butler oder gruseliger alter Mann? Ich habe gerade nicht zugehört. Hallo Booster, ich bin Catriona Layton und das sind. Oh, ja, Emiliana Perfetti, Scott und Yard, hallo. Miss Tia bat uns zu kommen, weil sie ein Rätsel hat, bei dessen Lösung sie Hilfe braucht. Sehr wohl, Ma'am. Ich bin sicher, Miss Thea möchte Ihnen die Einzelheiten gerne persönlich erläutern, erklären. Miss Tia steht diesem Haushalt vor, vermute ich. In der Tat, Ma'am. Ma'am. Mr. und Lady Tear sind leider bei einem bedauerlichen Unglück ums Leben gekommen. Miss Tear war ihr einziges Kind. Die junge Miss Tear ist dem Verlassen des Anwesens abgeneigt. Sie hat ein eher einsiedlerisches Gemüt. Im Ernst? Ich frage mich, womit sie sich dann in diesem großen Haus den ganzen Tag die Zeit vertreibt. Schon seit frühester Kindheit verfügt Miss Thea über großes Geschick in Sachen Handwerk und Handarbeit. Mit derlei Aktivitäten hält sie sich beschäftigt. Ich verstehe. Und könnten Sie uns bitte sagen, wo wir Miss Thea momentan finden können, Booster? Sie hat sich eine Bude in ihrem Zimmer gebaut. Natürlich, Ma'am. Gehen Sie einfach die Treppe hinauf. Mysteria wartet Sie bereits. Ja, ich wollte ihn nicht nochmal ansprechen. Ein normales Zimmer mit einem normalen Menschen. Das ist wohl anscheinend das Tier. Mal sehen, worum es denn nun eigentlich geht. Ja. Oh, hier ist die Lampe, die ist gestaubt. Soll ich? Ein Rätsel! Miss Layton, schau mal, da versteckt sich ein Rätsel. Aha, kein Gespenst, sondern etwas für den Geist. Dann werde ich meinen mal auf Hochtouren laufen lassen. Für den Geist. Hungrige Ameise. Auf der Oberseite eines flachen Bretts sitzen eine Ameise und ein paar Grillen. Und Grillen. Die Ameise befindet sich an einem Ende und möchte den Zuckerwürfel erreichen, der am anderen Ende liegt, ohne dabei den Grillen zu nahe zu kommen.
Verbinde die Punkte mit geraden Linien und finde den kürzestmöglichen Weg. Verschiebe die Ameise, um sie an einen Punkt zu bewegen und entscheide, welchen Weg sie nimmt. Sie möchte denen nicht zu nahe kommen. Was heißt denn nicht zu nahe kommen? Gute Frage. Kürzestmöglichen Weg. Was, ja, eben. Heißt das einfach nur, die nicht zu treffen, oder? Ich glaube schon. Okay. Das ist auch gemein, wenn man nicht so richtig weiß, wenn man jetzt Antwort klickt, ob das dann auch so richtig ist. Ne? Ich weiß halt nicht, was Sie meinen mit... zu nahe kommen. Ja. Na, wahrscheinlich wirklich, dass man bloß nicht diese Grillen. Aber wie nimmt er denn mit den schnellsten Weg? Nimmt er das anhand der Punkte oder an? Na, der schnellste Weg ist wahrscheinlich der, wo am wenigsten zusammengerechnet die Linien, die er hat. Wo da am wenigsten bei rauskommt, sozusagen. Muss eigentlich dann ja wohl einen Weg geben, bei dem... Das geht nicht. Ich bin halt einfach der Meinung, meine erste Lösung ist richtig, aber... Vor allen Dingen, ich habe eigentlich eine bessere Lösung, aber... Oder warte mal, schnellstmögliche... Verschiebe die Ameise und um sie an... Zuckerwürfel, ohne dabei den Grillen zu nahe zu kommen. Okay, nee, das ist ja alles... Also man soll ja auch nicht irgendwo lang, wo man alles abläuft oder sowas. Man muss einfach nur... Ach, verdammt. Hä? Nee, ich hatte eine Lösung im Kopf, aber geht nicht. Ha, schade. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Nicht? Nicht gut. Ich hab's! Gar nicht gut. Ich hab's. Punkt für mich. Wie schade. Ameisen sind schlaue Tiere und haben immer einen Trick auf Lager. Stelle dir vor, welchen kürzesten Weg dieses... Okay, war das diesen Weg, okay? Den ja, hatte ich auch mal zwischendurch. Als erstes, wa? Als erstes hatte ich den, glaube ich, nicht. Ich hatte als er... Ich hab als erstes... Nee, ich sag nicht, was ich gedacht habe. Ich bring dich zu schnell auf die Lösung. Ich weiß, was der Trick ist. Man geht einfach geradeaus... Aber wieso? Also ich denke, der wirklich einfachste Weg wäre einfach bloß geradeaus. Das wäre einmal so, aber aus welchem Grund? Ist es vielleicht, dass die Ameise das A wegnimmt und dann drüber fliegt? Dann ist sie nämlich eine Meise. Aber warum sollte das richtig sein? Guck mal, wo das Brett ist. Wo das Brett ist. Auf dem Bild oben und auch auf dem unten kann man es erkennen. Und jetzt überlege die Eigenschaft, welche Ameisen haben. Also Ameisen können ja sicherlich auch andersrum an dem Brett dran langlaufen. Ja. Also das ist jetzt meine Erklärung, dass sie unter dem Brett einfach langläuft. Boah, ey. Das ist immer blöd. Das sind alles Rätsel, wo am Ende sowas wie Null bei rauskommt. Ja, eben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss einfach gar nichts betätigen. Aber das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann... Ja. Geradeaus.
Zuckersüß, der kürzeste Weg ist eine Gerade an der Unterseite des Bretts entlang, wo ja. keine Grillen sitzen. Ja, Ameisen sind schlaue Tiere. Ja, das habe ich mir halt gedacht, weil sonst hätten sie ja sagen müssen, was nah bedeutet. Ja. An die Grillen. Ja, und davon mal abgesehen, dann hätte wahrscheinlich irgendwie so, hätten die Striche rot sein müssen, da wo man es nicht... Wo es nicht richtig ist. Ah, oh, das ist doof. Punkt aufgeholt! Yay! Komm, hat man das Rätsel gelöst, bleibt nichts aus der Scheintrau. Irgendwie sind Rätsel schon wie Gespenster, oder? Es ist fast, als müsste man sie lösen, damit sie in Frieden ruhen können. Ja, genau. Ich habe eine Kuriosität. Ja, ich habe auch irgendwo gesehen, dass man da... Ach, hier auf dem Bett. Nein, gar nicht da. Du hast Folgendes entdeckt. Fernöstliches Fräulein. Fernöstliches Fräulein? Eine Geisha? So, Ich habe eine Modemünze. Wo? In der Schatulle. Der Pandora. Okay, so, und jetzt... Ah, Puppen, aber diese sehen aus, als würden sie sich von allein bewegen, okay. Ah, Antiquitäten, Porzellanpuppen. Im Kissen rechts auf dem Sessel. Jede Puppe hat ein wunderschönes Kleid an. Ich frage mich, ob die handgenäht sind. Hinweismünze gefunden. In rechts in der Säule müsste auch noch eine sein. Mhm. Ah, hier. Bling. Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Ja, sieht so aus, ne? Mhm. Bla bla bla. Spiegel, Spiegel, Spiegel an der Wand. So, dann kaufe ich mir gleich noch das nächste Outfit. So, sonst hattest du ja nur dieses Faltenknüller. Ja. Genau. Und dann musst du dir noch eins von meinem holen noch, und dann haben wir alle beide. Ja, richtig. Und dann könnten wir ja immer die gleichen nehmen, oder? Ja, und dann... Also dann weil wir haben ja schon unsere Lieblingsoutfits, ja, und dann können wir... uns mal den anderen Rätseln zuwenden. So, welches warst du? Das war Picknick-Wickeltuch, ne? Ja. Okay. Ich finde das süß. Gespenster S2. Ja. Nein, ich will das nicht anziehen. Ich finde es süß. Wollen wir dann gleich die Rätsel mal lösen? Können wir tun. Ab in den Rätselindex. Special. Müssen jetzt 4 haben. Ja, 05. 07, 09 und 010. Ja. Okay. 010? 10. Okay, gut. Also erstmal die Queste des Ritters S1, oder? Ja. Die Queste des Ritters. Also da wissen wir ja, wie es ging, ne? Der musst du doch, glaube ich... Das war das mit dem Springer, war? Ja. Ich möchte meinen. Gucken wir schnell mal. Warte mal, aber das geht irgendwie was anderes. Die Prinzessin wurde erneut vom Dämonenkönig entführt. Der Ritter und sein treues Ross sind ausgezogen von zu Hause, von seinen Eltern. Sie zu retten, doch dem Pferd geht langsam die Kraft aus. Nimm eine Route, auf der das Pferd unterwegs alle 4 Karotten fressen kann. Das Pferd lässt sich nur wie ein Springer im Schachspiel bewegen. Überlege dir einen Weg zum Schloss. Du kannst über alles hinüberspringen, aber du darfst nicht auf einem roten Feld mit Baum oder giftigem Sumpf landen. Okay. Alles klar. Okay. Nicht Baum und nicht Sumpf. Hab's! Schon? Ja! Gibt's doch nicht. Oh, wie gemein! Ich kann halt Schach. Ja, eigentlich auch. So. Nee, du musst noch zum Schloss. Ach, ich muss noch zum Schloss. Ach so, oh. Siehst du, ich hätte sowieso verloren. Weil ich am Ende nicht. Und ich hab's nur mit 20 Zügen, nur mit 28. Ist ja gut. Dafür habe ich das erste davon hinbekommen. Also, gewonnen. Ja. Du hast es geschafft. Die Prinzessin wurde gerettet. Ach, schau nur, wie das Pferd sie... Oh, wir haben vergessen, den Modus zu wechseln. Oh. Tut mir leid. Trotzdem, Punkt für sie. Ja. Ich kann es bezeugen. Ja. Weil sie ist auch ja, jetzt fertig. Ja. Okay, bla bla bla, Holderrecke und so weiter, Verrecke.
Tut mir sehr leid, das nächste Mal machen wir das. Kiestenkracher ist. Jetzt kannst du dann eigentlich im Koop-Modus lassen, aber ja, eh erstmal. Erstmal wird sowieso nur. Ja.